So. Vorbereitung ist alles. Hab ich gehört. So, Goodie. Bisschen Ausdauer auffüllen. Ich glaube, der Hafen, der könnte noch was echt Cooles werden. Ich weiß noch nicht so richtig. Also ein bisschen habe ich eine Ahnung. Huch. Was? Wieso ist mein... Warum ist mein Schwein hier draußen? Hä? Wie konnte das raus? Ist hier was kaputt? Wie konnte mein Schwein hier rauskommen? Es ist ausgebrochen. Okay. Ja, du, es tut mir leid, aber... Ja, genau. Du magst doch kein Feuer und so. Bleib stehen. Bleib stehen. Ich muss es leider schlachten. Es war ungehorsam. Ich muss das töten. So, was wollte ich jetzt mal? Eine Truhe. Eine Truhe. Ja, aber wie konnte das da rauskommen? Verrückt, verrückt, verrückt. Truhe mache ich mal. Ach, ich muss erstmal hier hin. Gut, was packe ich ein? Den Hammer, den kann ich eigentlich. Ah, ich packe das hier erstmal ein. So, die Feder muss ich jetzt auch nicht mitschleppen. Heute schmeiße ich erstmal rein. Ich brate gleich noch, damit ich Essen habe. So. Zack, zack. Zack. Pfeilemäßig kann das hier weg. Die brauche ich eigentlich auch nicht. Das brauche ich auch nicht. Den kann ich hier lassen. Knüppel nehme ich. Ich weiß nicht, ob ich die Bronzeaxt mitnehmen soll, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich packe die aus. Oh, was habe ich denn da gemacht? Ich glaube, ich packe die aus. Ich mache das mit meinem Knüppel, ja. So. Dann brate ich noch schnell Essen. Damit wir uns voll füttern können. So. Ach so, ich kann ja mal auf der Karte mich einschalten. Ich habe auch, glaube ich, keine Bären mehr. Oder ich gucke gleich nochmal. Dann fütter ich zumindest nochmal die Wildschweine vorher. So. Oh. Fleisch habe ich noch. Fleisch. Okay, passt. Passt alles, wackelt und hat Luft. So. Zumindest ist jetzt Tag. Die Sarah meinte, ich soll bloß nicht oder um Gottes Willen nicht bei Nacht. Wie dicht der Nebel ist da oben, ne? Der Rauch. So, alles aufgekocht. Kann schon mal was essen. Ich weiß gar nicht, wie viele Schweine habe ich jetzt draußen? 5, ne? Ich müsste irgendwo noch Beeren haben. Hoffe ich zumindest. Was? Frau Luga, bitte zur Rezeption. Bitte, Frau Luga. Ja. Eine alte Frau ist kein D-Zug. So, wo ist... Nee, wo ich meine Essenstruhe? Habe ich überhaupt noch eine? Ja, habe ich. Warte mal, ich habe noch Pilze. Easy.
Nimm mal 5 Stück mit. Und dann füttern wir ganz kurz die Schweinchen. Oh mein Gott. Nani! Zu Hilfe! Oh mein Gott, er macht alles kaputt! Nein! Der Boden erzittert. Was? Geh weg von meinem Haus! Hilfe! Ich brauche Hilfe! Ah. Hilfe! Geh weg von meinem Haus! Nein! Ich war gerade fertig mit Kochen, ne? Aber ich habe nur einen hier. Ich hoffe, es bleibt bei einem. Oh mein Gott! Oh Gott, er ist so schnell! Oh, Scheiße, war daneben. Na! Oh mein Gott! Die Erschütterung und Schwäche. Du dummes Ding, du! Danke! Schwein gehabt? Ja, war nur einer. Ein Glück. Oh, was? Ich sag ja, aber der ist voll neben meinem Haus gespawnt, ne? Oh. Ach, ich hab keinen Hammer dabei. Der ist ja. Was ist denn der aufgekommen? Lebt meine Schweine noch? Schweinis? Geht's euch gut? Gut. Hier auf den Schock kriegt ihr erstmal. Nee, ihr kriegt kein Fleisch. Ihr kriegt Pilze da. Bitteschön. Bitteschön, gönnt euch. Esst eine Runde. Ich repariere nur schnell das Haus. So. Guten Appetit. Gott, ey, da kriegst du ja Angstzustände bei der Musik. Gott, ich brauche noch mal kurz meinen Hammer. Oh, der hat aber Schaden gemacht. Hallo, Ossi. Hat er hier oben auch getroffen? Nee. Nur hier vorne. Na du. Okay. Ja, da habe ich aber echt Schwein gehabt, ne? Das hätte durchaus schlimmer sein können. So. Gut, ich guck mal kurz hier. Wie sieht's hier aus? Oh. Ist das hier kaputt? Hat er hier auch getroffen? So, Schweine sind auf jeden Fall wieder glücklich. Oh, er zieht aber ab, ne? Hätte er nochmal gegengehauen, wäre die Seite weg gewesen, glaube ich. So, nun habe ich doppelt und dreifach gebaut. Gut. Na gut. Kann man, glaube ich. Zumindest habe ich schon ein bisschen Erfahrung mit Trollen. So ein blödes Vieh. So, dann packen wir das wieder aus. Den Hammer. Warte mal, das werde ich hier kurz los. Zack, zack. Honig nehme ich mit. Stein bleibt hier. Und irgendwo hier. So. Essen habe ich genug dabei. So, reparieren. Gut, alles was wichtig ist, habe ich ausgepackt. Warte mal, habe ich nicht sogar eine... Ist denn hier alles kaputt vorne? Kacktroll eher. Ich komm niemals hier weg, oder? Ich wollte aber gerade sagen, ich glaube, ich habe eine Steinaxt, die
hatte ich zumindest mal irgendwo. Hier. Stufe 3. Den nehme ich mal mit. Falls ich doch irgendwann Holz brauche. Bin ich da? Nee. Ist es dann ein Zwilling von dir? So, jetzt aber. Die warnt noch und dann komme, was da wolle. Ich bin weg. Vielleicht. Okay. So, jetzt aber. Adaka. Ich hab gegessen, ich hab getrunken. Wildschweine sind gefüttert. Los geht's. So. Wo komme ich denn jetzt an? Yeah. Oh Gott, ich finde doch nie wieder nach Hause. Unbenannt. Komme ich da gerade raus? Ja, ne? Luga. Ah, ne, hier. Okay. Hallo, wo bin ich denn hier gelandet? Oho! Cool. Das ist das beste Schiff, glaube ich, was es gibt, ne? Ahoi! Matrosen der See und des Unwetters. So spüret Odin sein Zorn. So oder so ähnlich könnte sich das damals angehört haben. Das ist ja eine coole Kiste. Ich bin die Einzige mit der Trolluniform, oder? Ich mag die Musik voll, wenn du auf dem Meer bist. Voll gut. Habe ich eigentlich meinen Schlafsack, habe ich gesetzt, ne? Ja. Ist Unterschlupf. Achso. Ich gehe nach vorne zu Sarah. Sarah? Hallo, my lady. Sprich gefälligst mit mir. Wie cool. Das ist voll groß, ne? Okay. Sarah redet nicht mit mir. Warum nicht? Voll gut. Wo fahren wir jetzt eigentlich hin? Ich bin mir da noch ein bisschen unsicher. Habe ich eigentlich meine... Nee. Hab ich ausgepackt. Ja. Na toll, einmal gegen Stein gerammt und schon hört die Musik auf. Während das man schon unterwegs ist, erstmal fragen, wo es eigentlich hingeht. Easy. Und Ozzy, wie war dein Tag bisher?
Dachte, du weißt das. Okay. Nein. Sieht voll geil aus, das Wasser. So türkis. Aber ist auch voll schnell, ne? Das Bötchen. Wie ich mich einfach von Sarah weggedreht habe. Aber wie viele Leute können denn hier drauf? Storage? Ah! Aha. Cool. Da sind Ärzte drin. Ja, direkt mal mitnehmen. Wenn ihr was seht. Was soll ich denn sehen? Können wir mal Make-up halt machen? Glaubt ihr, der Schreib ist noch offen? Was anderes als Wasser? Oh, das bekomme ich bestimmt hin. Bisschen. Land in Sicht. An der rechten Seite. Okay, das sieht auf jeden Fall jetzt crazy aus auf meiner Karte. Warum halten wir da nicht? Hallo? Schreit, wenn ihr was seht. Land in Sicht. Und sieht. Hallo, kann bitte jemand zu Kio? Vielleicht fahren wir runter? Was? Wo runter? Ich sag mir nicht, ob wir zum Kartenende waren. Happy Birthday. Ich fühle mich nicht gehört auf diesem Schiff. Wir bringen dich bis ans Ende der Welt. Oh, bitte nie. Okay, der kommt aber ohne Insel vor uns. Insel voraus. Hätte ich mal meine Schwitzhacke mitnehmen sollen, ha? Huh?
Was sind das für abgefahrene Bäume? Ja, jetzt kommt Nebel. Hm. Ja gut. Jetzt ist es schwierig, ne? Jetzt sehen wir nicht mehr so wirklich viel. Für immer auf dem Meer gefangen. Oh, was ist noch unter uns? Stein, ne? Ebenen. Okay. Okay. Geht das Schiff eigentlich auch kaputt durch den Regen? Ja, und jetzt so? Alle festhalten, Sturm voraus. Bei mir ist kein Sturm auf der Karte. Festhalten. Okay. Ich habe ein bisschen Angst gerade mit dem Sturm. Halte ich an mir fest. Nimm meine Hand. Wir schaffen das. Was auch immer passiert. Was auch immer passiert, ich werde dich runterstoßen. Jack, komm zurück, Jack. Die Bäume sind voll abgefahren aus. Die sehen so komplett anders aus. Hier die ohne Krone. Kein Ding. Dafür sind Schwestern ja da, oder? Was? Wo kommt eine Krake raus? Nein, ich will keine Krake. Ich bin auf sowas nicht vorbereitet. Was? Oh ja. Ich habe sowieso noch kein Seemonster gesehen. Aber ja, ja. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was das dann sein soll. Ich weiß nicht, wo er mit uns hinfahren will, ne? Oha. Boah, das wird ja immer mieser hier, die Geschichte. Ja, und bei euch so, währenddessen ich Angst habe. Und Sache auch.
Oh, was ist denn hier links? So ein Stein im Wasser. Ich bin AFK. Ach, bist du auch auf dem Meer unterwegs? Ja, sehr cool. Ich auch, Ninja, ich unterstütze dich. Was ist das da hinten? Da leuchtet es irgendwie. Wow. Das da hinten. Nicht Blitze. Hier links. Da hinten waren so ganz viele kleine Leuchtepunkte. Wir sind Wikinger. Okay. Ich hoffe, die haben irgendwas dabei zu reparieren dann auch. Ah, ist eine Insel vor uns. Das ist schon ein riesiger Stein. Ich würde schon gerne mal darauf gehen. Mich ein bisschen umgucken und so. Mann, ich werde einfach entführt. Zu Hilfe, ich bin auf dem Ozean. Ja, was mit dem Schiff? Hallo? Na, Marc? Insel voraus. Ja, angekommen. Werden direkt beschmissen. Boah, ich sehe gerade gar nichts, ne? Ich werde mal kurz was essen hier. Du bist nass. Okay, ich bin natürlich besseres gewohnt mit meiner Hacke. Ich habe jetzt noch diese Billo-Hacke dabei. Mein G habe ich ausgezogen, weil ich nicht weiß, was passiert. Und ich habe jetzt nicht so viele Mats. Um alles nachzubauen halt. Deswegen habe ich mich natürlich entsprechend ausgezogen. Ich höre. Nun höre ich in der Ruine.
Ja, wir sind gerade am Arsch der Welt. Schau, du machst, wir sind gerade hier oben. Kunden ein bisschen die Welt. Oh, mal kommt was. Der Säcker. Bist du da auch wieder auf dem Server oder eher nicht so? Ich höre doch hier irgendwo eine Ruine. Okay. Boah, ich bin das mit meiner Bronzeaxt echt ein bisschen anders gewohnt als mit meiner Steinhacke hier, ne? Ich wollte halt mal ein bisschen Holz mitnehmen. Hab heute in der Früh gespielt. Ja, in den Sümpfen war, glaube ich, René und Sarah vorhin. Irgendwie? Ich weiß nicht warum, aber... Kann es sein, dass der Server gerade ein bisschen spinnt oder so? So, falls wir was bauen müssen. Ich spiele mal hier Lootball. Ist auf jeden Fall Kupfer. Bin ich denn momentan die Einzige, die Wildschweine hat? Ich glaube, es hat sonst keiner, ne? Ich kann ja doch leider keine rübergeben oder verschenken oder so. Schwarte, bist der erste Troll hier. Was ist das? Das habe ich letztens schon mal gesehen. Was ist denn das? Da verschwindet es, wenn ich komme. Was ist denn das? Für ein Boy. Diese schwarze Gestalt. Die Sim bräuchte keine. Ich brauche voll viele Beeren und so. Ah, okay. Der verschwindet halt immer, ne? Ich habe den jetzt die letzten Tage irgendwie jedes Mal gesehen. Aber ich dachte halt immer, es wäre irgendwie... Mal Schild hier wegpacken. Irgendwie ein Geist oder irgendwas. So ein bisschen Insel erkunden hier. Mach ich auch schon auf. Verrückt, ja. Aber Odin in so einer kleinen Gestalt? Ich hätte den schon so eine Trollgröße oder so erwartet. So gottmäßig halt, ne? Kupfer, Kupfer, alles. Oh, ich habe auch gar keine Dings dabei, ne? Keine Hacke. Aber Beeren brauche ich total viele. Welche Pfeile? Habt ihr einen Troll bei euch? Ich habe auf jeden Fall Feinde gehört. Ja. So, warte mal hier. Die Richtung.
So, ich habe auch extra mal halt nicht meine Bronze-Axt mitgenommen, weil das mit dem Reparieren unterwegs ja auch schwierig ist. Musst du dann auch eine Schmiede und so bauen. Aber ein Dungeon habe ich noch nicht gesehen jetzt hier auf der Insel. Oh. Aber wir gerade davon sprechen. Gibt's hier was? Ist hier was drin? Was ist das denn hier? Moltebeeren? Okay. Was ist das hier? Steine brauche ich nicht. Okay. Wo sind wir denn hier genau? Okay, ich traue mich da jetzt nicht so wirklich rein. Weil ich nicht weiß, ich kenne diese Gattung nicht von Monster. Ach, natürlich komme ich nicht hoch. Ganz oben ist aber ein... Okay, warte mal. Na, ich habe meinen Hammer nicht dabei. Scheiße. Oh, habe ich den eigentlich nicht mitgenommen? Aber wie schön. Das sieht ja voll toll aus, ja. Was ist das hier? Stein. Okay, was kommt da raus? Normales Holz. Ich höre irgendwas Großes in der Entfernung. Was? Oh mein Gott. Das sind die Dinger, die wir auch beim Händler gesehen haben. Hallo? Die sehen ja cool aus. Ich weiß nicht, wie diese Viecher heißen. Ich traue mich aber auch nicht damit anzulegen, weil ich nicht weiß, ob die alle auf einmal dann auf mich rennen. Ich würde aber schon gern deren Fell haben, eigentlich. Ich schleiche mich mal davon. Oh, das Moskito. Nachdem ich Sarah vorhin zugeguckt habe, halte ich mich ein bisschen von den Moskitos fern. Die ist ja ganz bitterböse gestorben. Ganzer Wald voller Spinnenweben. Wo sind die denn alle? Oh, die sind ja im Arsch der Welt. Kupfer. Ich würde da jetzt ungern alleine hingehen. Oh, eine Grabkammer. Ich glaube, die nehme ich mit. Hallo? Ist jemand zu Hause? Okay. Hallo? Gut, das, hier war auch anscheinend noch keiner drunter, hm? Nichts. Ich habe auf jeden Fall irgendwo ein Skelett. Hab ich mich erschrocken. Hä? Sind die alle, tot hier? Das ist ein bisschen gruselig, die Grabkammer ohne Gegner. Ich
meine ja nur. Okay, gibt's denn hier noch? Das ist eine Grabkammer mit mehreren Ebenen, ne? Okay, das ist ja crazy. Ist nichts. Na doll, hier ist ja gar nichts. Ach, und ich dachte, ich krieg irgendwas Besonderes. Weißt du? Na gut, so, warte mal, hier war ich schon. Im Wald gibt's nichts. Achso, da war ich auch schon. Keine Monster. Echt? Ich habe nicht mal eine Grabkammermonster. Witzigerweise. Ich höre welche, aber ich sehe keiner. Ist doch irgendwie nichts zum Looten. Aber irgendwo müssen hier Skelette sein. Vielleicht hinter dieser Tür. Hallo? Ja, da ist was. So. Jetzt aber auch nicht wirklich was in den Kisten. Ein paar Feinde ist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber... Komische Grabkammer habe ich so auch noch nicht gesehen. Ah, da ist einer in der Ecke. Okay. Boah, ist die riesig. Die Grabkammer. Das habe ich ja noch nie gesehen. Sie ist so groß und da ist absolut nichts drin, oder? Ey, warte mal, hier war ich nicht. So, immer gut Schaden mit meinem Hämmerchen. Eine Sackgasse. Sackgasse über Sackgasse. Komischer. Komische Cave. So, wo war ich nicht? Warte mal, von da kam ich. Hier war ich schon. Hier gibt's ja wirklich gar nichts. Ich meine, die Patrone war irgendwie nichts drin, ne? Ne. Crazy. Das ist echt verrückt, okay? Naja.